Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BMG Drive. Wir befinden uns heute auf der Nordschleife und wir haben den 200BX in der Race-Variante, aber ihr seht schon den Anhänger, denn wir haben eine Anhängerkupplung jetzt dran und wir werden mal versuchen, die Nordschleife mit Anhänger zu fahren. Das dürfte sehr interessant werden. So. Sieht auf jeden Fall schon mal geil aus. Ist eine gute Kombo. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir uns nicht überschlagen. Ein Blick nach hinten, wunderschön, unseren Anhänger natürlich drin. So, aufpassen, manövrieren. Ich sehe gar nichts. Gut. Bin mal gespannt, wie schnell sich das Teil überschlägt. Ich rechne mit sehr schnell. Müssen hier natürlich weit rauszoomen. Allein wie groß der Anhänger ist, fällt mir jetzt erst auf. Im Vergleich zum D-Series sah der so klein aus. Aber jetzt mit dem 200BX ist der riesig. Wow. Wird proportional groß, oder? Okay, und da haben wir ihn schon gedreht. Wirklich weit kamen wir ja nicht. Okay, wollen wir es nochmal probieren. Und ran. Gut, los geht's. Wollen wir dich mitnehmen? Wir müssen echt langsam die Kurven fahren. Wir sehen zum Glück am Rückspiegel ein bisschen seinen Anhänger. Unseren eigenen Wagen aber nicht, deswegen sieht das ein bisschen komisch aus. So, am einfachsten fährt sich das natürlich auch aus der First Person. Weil aus der anderen Perspektive sieht man relativ wenig. So, wir geben hier schön Gas. Und da haben wir es schon verloren. Und da knallen wir gegen. Okay, und rum. Nicht drehen, nicht drehen. Hui. Aber wir hängen noch dran. Weiter geht die Tour. Okay, aufpassen. Wir wollen es hier nicht überschlagen. So. Man muss ja eben echt erstmal eine Kameraperspektive finden, aus der man halbwegs alles sehen kann. Aus der kann ich zum Beispiel nicht sehen, weil ich nicht sehe, was unser Wagen macht. Okay, danke fürs Rumziehen. Nein, scheiße. Stell dich mal hin. Gut. Und weiter. So. Man merkt, der Wagen, der Wohnwagen ist nicht dafür gemacht, hier auf der Nordschleife gefahren zu werden. Und er bricht sehr schnell aus. Okay. Oder nicht dafür gemacht, wenn von dem Wagen gezogen wird. Der wirkt mir aber echt ein bisschen riesig. Der ist riesig. Das kann mir niemand sagen. So. Okay, weiter geht's. Bremsen vor der Kurve und rüber. Können wir Gas geben. Aufpassen. Das muss ich erstmal einpendeln. Und jetzt können wir hier geradeaus mal Gas geben. Nein, nein, können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht bremsen. Danke. Puh. Den ein bisschen auflaufen lassen. Puh, fast hat er sich überschlagen. Okay. Gas geben. Solange es nur geradeaus geht, können wir ja schnell fahren. Aber es geht nicht nur geradeaus, das ist das Problem. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Aber irgendwas werde ich falsch gemacht haben. Das heißt, dich stellen wir mal wieder auf. Während wir uns hier neu hinsetzen. So. Wir müssen uns aber erstmal jetzt umdrehen. Zurück. Zip. Und rechts. Klick. Und zurück. Das Problem ist, jetzt müssen wir rangieren, weil wir den einmal umdrehen müssen. Und hier ist nicht wirklich viel Platz. Da muss man ein bisschen rabiat. Die Platte da vorne ist auch nicht mehr die bestbefestigste. So wird das schon mal gar nichts. Wir machen deshalb den einfachen Trick. Wir greifen dich am Getriebe. Gibt auch keinen besseren Anfasspunkt für ein Fahrzeug. Okay, wisst ihr was? Wir machen es anders. So. Okay, absetzen, absetzen, absetzen. Von hier kann ich das nicht gut. So, an der Motorhaube. Die wird sich freuen. Und jetzt dürfte es gehen, oder? Ah, fast rum. Komm,
Komm, komm, komm, komm, komm, komm. Jetzt komm schon. Jetzt haben wir's. Gut, und wir sind wieder auf dem Weg Richtung Urlaub im Karussell. Okay, das ist mir echt nicht geheuer, Leute. Das ist mir echt nicht geheuer. Oh, hinter unserer Scheibe mittlerweile zerbrochen. Und sieht ja auch nicht mehr ganz so frisch aus, der Wagen. Langsam die Kurven nehmen. Wir sind immer noch über 100. So, das Fiese ist halt eben, wenn der sich pendelt, dann nimmt er uns ganz schnell mit. Wie er jetzt vielleicht gleich machen wird. Nee, wir haben ihn noch. 130. Hier wäre es jetzt, glaube ich, ganz praktisch, keine Tastatur zu haben und zu steuern. Oh! Huhu. Und das dreht uns jetzt auch noch gleich, oder geht das? Ah, haha. Wir haben einen Wohnwagen da gelassen. Wo haben Sie denn Ihren Wohnwagen verloren? Na, überall. Das will ich jetzt mal sehen, wenn wir jetzt hier noch einen Wagen spawnen. Zum Beispiel einen Bruckle Grand, der da mit seinem coolen Sport V6 lang fährt. Und der da reinrast, was passiert. So. Ju. Gas geben. Mal sehen, der fährt hier so ganz gediegen entlang. Und plötzlich, jupp, Wohnwagenkram rauf. Oh, da schafft das durch, aber hier natürlich nicht. Oh. Das war nicht so gut. Jetzt haben wir so einen kleinen Hinderniskurs beim Ausweichen, wobei das sollte noch gehen. Oh, cool, das geht ja noch rot. Das ist rot. So, da sehen wir schon mal Unfallteile rechts, links und hier durch. Schuh, an allen vorbei. Wunderbar. Als wäre nie was gewesen. Und die Kurve schnell innen nehmen. Bisschen zu weit innen. Aber wenigstens schnell gegenlenken. Bremsen, genau. Und Gas. Und so nimmt man diese Kurve. Perfekte Ideallinie. Habt ihr gesehen? Unglaublich gut. Was ich jetzt mal probieren will, okay, ist, wir haben ja in einer der letzten Folgen herausgefunden, dass der SBA vorher eigentlich ganz gut driftet, ne? Mit den richtigen Einstellungen. SBA 4, nehmen wir die Dual Clutch Transmission. So, ECS off, mal sehen. So, der geht natürlich im Vergleich zu den beiden Wagen unglaublich gut ab. Hier haben wir jetzt keine großen Kurven. Oh. Und hier hinten wird ein Horror zu driften, weil die blind ist erstmal. So, und hier haben wir aber schon mal den Preis für. Au! Für das Sport, beziehungsweise für das Ausstellen der Stabilitätskontrolle. Dass wir, sobald wir ein bisschen die Kontrolle verlieren über den Wagen, keine Hilfe mehr haben. Das ist bei 200 nicht so schick. So, ein bisschen rum, genau. Driften, 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 driften. Oh shit, Baby. Oh, nein, 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 nein. Fuck. Den vielleicht. Ja. SBR4 driften. Easy. Okay. Dann jetzt hier links rum. Ach, wir sind ja schon bald beim Karussell. Also bald beim Karussell. What happened? War nur ein Tap, war nur ein Tap, war keine Kollision, nein, alles gut. Guck, wir fahren ja immer noch. Und wir sind immer noch im Drift. So. Rum, bisschen von der Straße abgekommen. Reverse Entry. Mehr oder weniger. Gut. Klappt nicht ganz so, wie das soll. Okay. Jetzt kriege ich hier nicht raus. Okay, das klappt nicht ganz. Naja, ich glaube, wir sind am Ende der Folge, wenn ich richtig auf die Uhr geguckt habe. Das heißt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, ob hier nachher noch eine Folge. Ich glaube, es kommt keine Folge mehr. BMG jetzt bis zum 13. oder 14. Sorry. Aber ich habe es einfach nicht alles geschafft. Wie gesagt, jetzt sollten Vlogs bald kommen. Und haltet Ausschau nach einem Infovideo, das sagt, also bezüglich meines neuen Kanals, wo dann noch mehr Vlogs kommen und so weiter. Auf jeden Fall. Link zu Twitter und Instagram findet ihr auch wie häufig angesprochen in den Kommentaren. Da dürfte ich ja jetzt ziemlich aktiv sein und ziemlich viel posten. Also Links in der Beschreibung. Und ja,
Ich bedanke mich dann bei euch fürs Zuschauen. Ob es gefallen hat, sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer TCG. Ciao.